Herzlich willkommen, liebe Bayern-Fans. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde auf unserem Channel FC Bayern TV Live, auf fcbayern.com, auf dem YouTube-Kanal vom FC Bayern München und auf der Facebook-Präsenz der FC Bayern Frauen. Ja, es ist angerichtet. Das Spiel der Spiele, vielleicht Halbfinal-Rückspiel in der UEFA Women Champions League, Frauen Champions League, Halbfinal, das Rückspiel. Vor einer Woche gab es ja am FC Bayern Campus die erste Auflage, das Hinspiel, das gewannen die Bayern mit 2:1 und jetzt eben das Rückspiel. Es geht um den Einzug ins Finale und wir stimmen uns ein mit einem kleinen Vorbericht vom Freitag. Für die gute Ausgangslage haben sie am vergangenen Wochenende selbst gesorgt. Jetzt wollen Sadrazil und Co. den Sack zumachen. Mit einem 2:1 Heimsieg im Rücken starten die Frauen am Samstag nach London. Am Sonntag steht das Halbfinalrückspiel beim FC Chelsea an. Ja, ich glaube, wir haben uns eine super Ausgangsposition geschaffen. Ich würde uns jetzt trotzdem noch nicht in die große Favoritenrolle stecken. Ich glaube, es war ein sehr enges Spiel und man hat gesehen, dass Chelsea eine super Mannschaft hat mit tollen Einzelspielern. Die haben wir auch und ich glaube, wir brauchen einfach wieder so eine geschlossene Mannschaftsleistung, um dann ins Finale einzuziehen. Ich bin guter Dinge, aber es wird auf jeden Fall eine sehr schwere Aufgabe. Wie gut die Frauen des FC Bayern in dieser Saison drauf sind, haben sie in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt. 18 Siege nach 19 Spielen. Jetzt wollen sie auch international Historisches erreichen. Der Einzug ins Finale wäre der erste in der Vereinsgeschichte. Trainer Jens Scheuer hat Vertrauen in seine Mannschaft. Wir wissen auch natürlich, dass noch ein schwerer Gang dann nach London ansteht. Aber ich bin auch sehr zuversichtlich, dass meine Mannschaft ähnlich couragiert und diszipliniert dann auch auftritt und dann auch in London ein Ergebnis erzielt, das uns dann hoffentlich reicht, um das Endspiel zu erreichen. Es wäre die Krönung dieser ohnehin schon überragenden Saison und nach einer ähnlich guten Leistung wie im Hinspiel auch der verdiente Lohn. Also, es geht um den verdienten Lohn und das ist die erste Elf der Bayern und hier haben wir die Gastgeberinnen, den FC Chelsea, eine Mannschaft, die, na gut, mit dem entsprechenden finanziellen Background ziemlich viele Topstars in den Reihen hält, aber entscheidend ist, und das war auch immer wieder zu hören und zu lesen aus dem Lager der FC Bayern Frauen, dass es natürlich auf die mannschaftliche Geschlossenheit ankommt. So, und diese Mannschaft soll es richten. Bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich auch die taktische Ausrichtung ist. Also Viererabwehrkette haben wir gehört vor Laura Benkert mit Caroline Simon, Marina Hegering, Amanda Ilestedt und Hanna Glas. Dann haben wir so ein Fünfer-Mittelfeld mit Clara Bühl, Lina Magul, Sarah Sadrazil, Sidney Lohmann und Lynette Bernstein. Und vorne soll Lea Schüller für die Tore sorgen mit der Rückennummer 11, die ist jetzt hier noch ein bisschen ins Mittelfeld verortet. Das ist der Blick auf die Ersatzbank, gehen wir nachher auch noch speziell darauf ein, aber da sind natürlich Linda Dahlmann zum Beispiel oder Viviane Assey, Carina Wenninger haben wir oder auch Simone Lauder. Also da ist wirklich viel Qualität auch auf der Bank. Das Ganze unter der Leitung der Schweizerin Esther Staubli. Sie kommt aus Bern, ist 41 Jahre alt und pfeift normalerweise für Rot-Schwarz Thun. Und das ist die Mannschaftsaufstellung des FC Chelsea. Vor Ann-Kathrin Berger, der deutschen Torhüterin, haben wir eine Viererabwehrkette mit Charles Eriksson. Die Mannschaftskapitänin ist wieder zurück. Millie Bright und Jess Carter. Dann G. Ingel und Melanie Leupolz. Und vorne Sam Kerr, Pernille Harder und Fran Kirby. Ja, und ziemlich voll besetzt ist die Auswechselbank. Auch da die ein oder andere, die wir schon im Hinspiel gesehen haben, wie zum Beispiel Guro Reiten, die Norwegerin, oder auch Jonna Andersson aus Schweden. Die äußeren Bedingungen sind ja, ganz angenehm, 12 Grad. Da hinten kommen ein bisschen dunkle Wolken. Hoffen wir, dass wir dem typischen Londoner Regen ein bisschen aus dem Weg gehen. Platzwahl, so zwischen den beiden Spielführerinnen, wie angesprochen. Magdalena Eriksson ist wieder zurück nach einer kurzen Verletzungspause und Lina Magul natürlich auf Seiten des FC Bayern. Und das kennen wir schon, diesen Spielerkreis, dass sich nochmal einstimmen, nochmal Mut machen. 2:1, wir haben es gesehen im Vorbericht, die Ausgangslage, die ist doch prima, die ist top. Natürlich braucht man nochmal gegen die Truppe von Emma Hayes, hier haben wir
die Managerin, wie es ja auch gerne im englischen Fußballterminus heißt, die 44-Jährige, die natürlich auch gesagt hat, wir brauchen eine starke Leistung, wir brauchen eine hohe Intensität, gute Qualität in unserem Spiel, um eine Chance zu haben gegen diesen FC Bayern, gegen diese FC Bayern-Frauen, die bislang alle 7 Spiele in der Champions League in dieser Saison gewonnen haben. 7 Spiele, 7 Siege, und das soll, wenn es irgendwie geht, bitte heute so weitergehen. Also, die erste Elf, die Jens Scheuer da ins Rennen schickt, ist mit Sicherheit die Top-Auswahl. Jens Scheuer, der ja auch immer wieder ein bisschen mit der Taktik für Überraschungen sorgt. Zuletzt ist er aufgelaufen am Campus beim Hinspiel mit einem 4-3-3-System. Jetzt, wie angesprochen, ein 4-5-1. Und wir beginnen noch mit einer kurzen Gedenkminute bzw. einer Schweigesituation. Und jetzt ist alles angerichtet. Der Ball liegt am Anschlusskreis bei Soo-Yun Ji, die Südkoreanerin. Los geht's. Also drückt man den FC Bayern Frauen die Daumen. Auf geht's, Mädels. Das packt ihr. Wir würden uns natürlich riesig mit euch freuen. Das ist doch ganz klar. Aber fest steht auch, die Frauen vom FC Chelsea, die stehen unter höherem Druck, denn Aggregate, unten haben wir es gesehen, sie müssen diesen 1:2 Rückstand aus ihrer Sicht natürlich aufholen. In Bayern würde ein Unentschieden reichen. Chelsea muss also schon gewinnen. Und Jens Scheuer hat im Vorfeld gesagt, aber ja, wir sind schon auch immer für ein oder vielleicht auch sogar für 2 Tore gut. Und darum wird das hier kein einfacher Gang für die Blues, für die Frauen vom FC Chelsea. Erste Aktion hier im Mittelfeld, geht man natürlich schon ein bisschen zur Sache. Melanie Leupolz, ein bisschen rustikal gegen Sara Sadrazil. Lina Magul mit dem runden Ball. Geht natürlich auch in erster Linie darum, dass man einfach mal versucht, die Gegnerinnen aus London fernzuhalten vom eigenen 16er, dass man dieses schnelle Aufbauspiel unterbindet. Sind Spielerinnen allesamt von physisch starker Statur, groß gewachsen, aufpassen. G im 16er, Abpraller ein bisschen unglücklich, aufpassen. Und gut geklärt von Illestet, meine ich was. Oder Lea Schüller, Illestet, schon richtig gesehen. Die da mit dem Kopf noch ran ist, da muss sie rein, um da Schlimmeres unter Umständen zu verhindern. Ein bisschen unglücklich hier dieser Ping-Pong-Ball, und dann steht Illestet Gold richtig vor Pernille Harder, dass die torgefährlich ist, das wissen wir alle. Erste Ecke, Chelsea. Schon von Beginn an, und das war zu erwarten, hohe Intensität. Chelsea will natürlich sofort versuchen, jetzt in dieser Anfangsphase die Richtung in dieser Partie vorzugeben. Und ich meine auch, dass Jens Scheuer davor seine Mannschaft gewarnt hat. Denn alles andere wäre sehr verwunderlich, wenn Chelsea hier erst mal auf Abwarten spielen würde. Aber die Bayern-Frauen stehen gut im Raum, unterbinden erstmal ein schnelles Aufbauspiel der Engländerinnen. Ja, es kann Geschichte geschrieben werden am heutigen Nachmittag in London für beide Clubs. Wäre es eine Premiere, der Finaleinzug ins Endspiel der Königsklasse. Und jetzt guter Ball durchgesteckt durch irgendwie unglückliche Umstände oder glückliche aus der Sicht der Bayern. Clara Bühl ist das. Schuss geblockt, schade. Auch dann ein bisschen unglücklich, aber gut mit angeschoben von Sydney Lohmann. Und dann kann Chelsea erstmal wieder ein bisschen für Ruhe sorgen. Aber so schnell kann es gehen. So schnell können natürlich auch die FC Bayern Frauen dann mal vorm Kasten von Ann-Kathrin Berger auftauchen. Die 30-Jährige aus Göppingen.
Ja, Chelsea versucht sich jetzt da irgendwie Platz zu verschaffen. Das ist ein guter Ball auf Niem Charles. Dann geht es wieder zurück über Soo-Yoon-Ji. Aber im Moment ist da kein richtiges Durchkommen, weil die FC Bayern Frauen da gut bei den Gegnerinnen stehen. Und wieder jetzt so ein Vormarsch. Clara Bühl schickt Lene Behrens einen Tick zu steil. Aber das sind so die Nadelstiche, die man setzen will. Damit beschäftigt man natürlich die Blues. Und setzt sie unter Druck. Hier in diesem netten Stadion, Kings Meadow Stadion, heißt es ja, hat auch einen Namenssponsor, der heißt Cherry Red Records, also rote Kirschen. Schallplattenlabel. Und wir konnten es, oder wir können es auch auf der Homepage des FC Bayern sehen. Gibt natürlich auch die Grußbotschaften, unter anderem von Bayern-Kapitän Manuel Neuer, Oliver Kahn, Präsident Heiner. Und auch am Schluss ist es Alfonso Davis, der sagt, London is red. Also packen wir es. Bislang machen die Frauen vom FC Bayern da eine richtig gute Figur. Lassen da nichts anbrennen. Caroline Simon, die da wieder Linksverteidigerin spielt. Gut antizipiert von Behrenstein. Gutes Kombinationsspiel. Magul und wieder Lohmann. Sidney Lohmann durch zwei und dann muss es den Freistoß geben. Weil Sophie Ingel da den Fuß hat stehen lassen. Da ist der Kontakt. Sophie Ingel, walisische Nationalspielerin. Und das ist jetzt ein Freistoß aus einer durchaus vielversprechenden Position. Da haben wir Magul, da haben wir Behrenstein und auch Caroline Simon. Magul macht's mit viel Gefühl, bisschen lang geworden die Kugel in Richtung an Katrin Berger. Aber das ist dann ein bisschen zu unpräzise bei Chelsea, wenn man dann so einen schnellen Aufbau startet, Tegering. Und dann geht's hintenrum über Laura Benkert. Bälle nach vorne. Kein schlechtes Konzept, um das Mittelfeld schnell zu überbrücken und sofort wieder Chelsea nach hinten reinzudrängen. So, jetzt wäre eine Abspielmöglichkeit wichtig. Caroline Simon hätte vielleicht noch ein paar Meter jetzt gehen können, hat es ein bisschen Zeit, vielleicht ein bisschen zu schnell jetzt Richtung Spitze. Aber redet sich natürlich einfach hier vom Reporterplatz. Vielleicht hat sie da eine Lücke gesehen für Lea Schüller. Die nominell einzige Spitze bei den FC Bayern Frauen mit der Rückennummer 11. Viele Ballkontakte für Soo-Yoon-Ji. Scheuer nimmt da vielleicht minimale Korrekturen vor von seiner Coaching-Zone aus. Jetzt aufpassen. Ja, erster Abschuss mal von Pernille Harder. Können wir mal notieren. War ein Schussversuch. Bisschen vom Schlappen gerutscht. Ja, so ganz so makellos, ich hatte es eingangs erzählt, die Bilanz der FC Bayern Frauen, 7 Spiele, 7 Siege in der Champions League, 21:3 Tore, also muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was für eine Bilanz und auch das Torverhältnis. Beim FC Chelsea sieht es ein bisschen anders aus, 7
Spiele absolviert, 5 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Das Ganze bei einem Torverhältnis von 17:4. Also nicht ganz so souverän. Chelsea lebt natürlich von den Einzelspielerinnen. Die mannschaftliche Geschlossenheit und zugeben, sehe ich natürlich auch ein bisschen aus der FC Bayern Sicht, ist er geschlossener. Das ist einfach ein homogenes Team, das sich meiner Meinung nach vor rund einem Jahr beim Champions League Finalturnier, als man dann hingereist ist nach Bilbao mit allen Neuzugängen, wie zum Beispiel auch Hannah Glas, die ja auch in dieser Saison frisch dazugekommen ist in den Kader. Da waren eben alle 9 Spielerinnen dann mit dabei, ist man dann nach Bilbao gefahren, um dann eben unter Pandemiebedingungen sozusagen dieses Finalturnier zu spielen. Achtung, jetzt könnte es gefährlich werden. Die Bayern-Defensive ist aber da. Das ist gut gespielt. Und dann ist es drin. Dann ist es passiert. Führung Frank Kirby. 11. Spielminute. Das ging ein bisschen einfach. Da ist der FC Chelsea mit ziemlich viel Dampf und ziemlich viel Speed auf die Bayern-Defensive zugelaufen. Illestet und dann gegen die Laufrichtung von Caroline Simon. Hegering ist da auch noch da, versucht zuzustellen, aber es ist genau in die Schnittstelle reingespielt. Und auch Laura Benkert, die zwar rauskommt, hat da keine Chance. Also das war ein toller Spielzug, muss man neidlos anerkennen. Sam Kerr hatte die Vorlage gegeben und ihr muss man, glaube ich, auch ziemlich viele Prozente an diesem Tor mit hinzurechnen. So, im Moment haben wir jetzt natürlich addiert aus Hin- und Rückspiel ein 2:2 Unentschieden. Die Frauen des FC Chelsea wären im Augenblick weiter aufgrund der Auswärtstorregel. Aber wir haben ja noch rund 80 Minuten auf der Uhr, also genügend Zeit, um das Ganze wieder Richtung FC Bayern Frauen noch zu biegen. So, jetzt ist ein bisschen Platz da. So, Yun-Gi. Außen startet schon wieder Kirby. Für sie übrigens 5. Tor im laufenden Wettbewerb. Und das Ding war auch relativ knapp. So, zweiter Ball im Spiel, drum unterbricht erstmal Esther Staubli aus der Schweiz. Laura Benkert ist wieder zurück im Kasten, darf man sie jetzt nicht anstecken lassen von einer möglichen Hektik. Magul klärt erstmal und dann der Schuss aus der Distanz, dann deutlich vorbei von Sophie Engel. Ja gut, ich denke mir mal, dass Jens Scheuer auch sich sowas schon mehr oder weniger gedacht hat. Natürlich muss Chelsea Gas geben. Und hier sehen wir mal die Situation. Und nichts ist es dann mit einem schnellen Einwurf, weil der Ball von Laura Benkert abgeprallt war von der Werbebande. Aber wir haben es auch im Vorbericht gesehen und natürlich auch immer wieder was zu hören und zu lesen. Die FC Bayern Frauen sind wild entschlossen und wissen aber auch, welche schwierige Aufgabe sie hier erwartet. Aber für ein Tor sind sie immer gut. Und genügend Zeit haben wir auch noch auf der Uhr. Also kein Grund, jetzt irgendwie panisch zu werden. Sie ist wieder zurück, Magdalena Eriksson aus Stockholm, 27 Jahre alt, kam
2017 von Linköping. Und jetzt die Chance Lea Schüller. Gute Ablage auf Bernstein. Oh, schade. Mensch, das war eine Chance hier. Das hätte schon der Ausgleich sein können. Ja, und dann Riesendusel, dass Jess Carter da noch mit dabei war. Gibt die erste Ecke für die FC Bayern Frauen. Mit Lina Magul. Auf dem kurzen Pfosten. Schwierig natürlich zu verarbeiten. Aber das ist jetzt wichtig, dass man einfach dran bleibt, dass man weiterhin die Offensive sucht und dass man sich da hinten nicht reindrängen lässt. Denn klar, man weiß um die Qualität vom FC Chelsea. Zudem haben wir natürlich hier auch das Duell der beiden Spitzenreiter ihrer nationalen Ligen. Aufpassen, wieder eine Situation, Pernille Harder, gut geblockt von Magul. Sadrasee und schade, ein bisschen zu unpräzise das Zuspiel Richtung Clara Bühl. Und dann hat sie aber dann den Ball, die 20-Jährige. Und Neuaufbau über Laura Benkert, 28 Jahre alt, seit 2018. An der Isar, kam vom Sportclub aus Freiburg, auch ihre Heimatstadt. Und Magdalena Eriksson in der Innenverteidigung beim FC Chelsea. Und Carter. Erstmal geklärt von Marina Higaring. Kam auch neu in dieser Saison, in dieser Spielzeit, und hat eben auch da in Bilbao, als man dann angereist war und eben dieses Viertelfinale gespielt hat, ganz unglücklich verloren hat gegen Olympique Lyon, den späteren Titelgewinner. Olympique Lyon übrigens nicht mehr mit dabei in diesen Halbfinalbegegnungen. Der französische Abonnements Champions League Sieger ist im rein französischen Duell gegen Paris Saint-Germain ausgeschieden im Viertelfinale. Und das zweite Halbfinale bestreiten der FC Barcelona und eben PSG. Und hier in London suchen wir also den zweiten Finalteilnehmer des Champions League-Finals am 16. Mai im schwedischen Göteborg. So, wieder Standard für den FC Chelsea. Carter mit dem langen Ball. Bernstein. Und dann gut zugestellt und der Schuss aus der Distanz ist dann doch eher harmlos. Aber das sind so ein bisschen die Situationen. War auch die Szene, die zum zwischenzeitlichen Ausgleich von Melanie Leupolz im Hinspiel gesorgt haben. So ein bisschen diese Flipperbälle, die dann ja, ein bisschen unorthodox hin und her springen und dann eben dann die Möglichkeit ergeben. Und dann unter Umständen ja, ein kurioses Tor erwirken, wie eben das 1:1 am Münchner Campus. Führung
Die erzielt Sidney Lohmann auf Zuspiel von Hanna Glas. Und Hanna Glas, die Schwedin, besorgte dann selbst mit diesem Traumtor ein wunderbarer Treffer zum 2:1 Hinspielerfolg für die FC Bayern Frauen. Und den möchte man hier natürlich veredeln. Gar keine Frage. Im Moment scheint der FC Chelsea die Partie ein bisschen zu kontrollieren. Caroline Simon hat aber nicht gereicht gegen die Torschützin, gegen Fran Kirby. Momentan stehen die FC Bayern Frauen relativ tief in der eigenen Hälfte. Und aufpassen, auch das Ding ist nicht ganz ohne gewesen. Chelsea kreuzt extrem viel im gegnerischen 16er. Sam Kerr, die Australierin, auch extrem torgefährlich. Und gibt die nächste Ecke. So, und da gibt es die Wiederholung der Spielregeln für Lilly Bernstein und auch Pernille Harder, wie man sich so zu verhalten hat vor dem Eckball. Und zur Mahnung durch Schiedsrichterin Staubli aus der Schweiz. Aufpassen, der Versuch von Eriksson. Kirby. Und Tor ab. Caroline Simon. Und auch die Assistentin an der Seitenlinie hat es genau gesehen, stand ja direkt daneben. Und hier sehen wir nochmal die Situation. Dieser Schussversuch. Ja, es natürlich immer dieses Getümmel, ist gefährlich. Weil es relativ schwierig zu verteidigen ist. Hegering. Caroline Simon, guter Move. Wird es eng. Hohes Pressing von den Chelsea-Frauen. Aber jetzt ist erstmal Zeit da, Luft. Durchschnaufen, neu sortieren. FC Chelsea geht ein hohes Tempo in dieser Anfangsphase, in dieser ersten Hälfte. Der ersten Hälfte. Chelsea provoziert jetzt so einen langen Ball, der natürlich unter Umständen auch nicht genau ankommen kann und hat damit Erfolg. Erstmal. So, Linde Bernstein, die ist schnell. Wird gehalten, gezupft von Carter. Hatten beide Spielerinnen da die Arme draußen in diesem Laufduell. Drum lässt Esther Staubli da weiterlaufen. Coaching von Emma Hayes. Gut zu vernehmen in diesem leeren Stadion. Natürlich keine Zuschauer gestattet, da ist nur Staff und ein bisschen Security da. Und natürlich die Ersatzspielerinnen, logisch. So, jetzt ist ein Mittelplatz der Clara Bühl. Chelsea's Defensive steht aber ganz gut. Hanna Glas, ja, die sind mittlerweile auch jetzt gemerkt, dass die Schwedin gefährlich ist. Erstmal geklärt. Hanna Glas, die von Paris Saint-Germain vergangenen Sommer kam. Ja, und wie gesagt, diese Reise nach Bilbao, dieses knappe Viertelfinale aus im vergangenen Jahr, das war sowas wie eine Incentive-Reise, wo man eben die Neuen gleich integrieren musste, integriert hat. Und daraus möchte man jetzt natürlich versuchen, so viel rauszuholen, wie es nur irgendwie geht. 28
Siege in 30 Pflichtspielen für die FC Bayern Frauen. Die Ecke ist ein Tick zu lang für Hegering, die da am zweiten Posten gelauert hatte. Lina Hegering aus Bocholt, ebenfalls neu gekommen für diese Saison von der SGS Essen. Also da hat sich dieses Team gebildet und formiert und dann eben diese unfassbare Erfolgsserie gestartet. Und da wollen sie natürlich anknüpfen. Kein Thema. Magul gut dabei für Glas. Und Sarah Sadrazi. Guter Körpereinsatz. Ist ganz spannend auch immer die Mittelfeldarbeit zu sehen. Oftmals operiert ja Jens Scheuer mit einer Doppel-6 mit Lina Magul und Sarah Sadrazi. Heute ein bisschen anders. Lina Magul ein bisschen offensiver ausgelegt. Sadrazi traditionsgemäß eher der Abräumer vor der Abwehr. Beziehungsweise natürlich die Abräumerin, ist ja klar, aber aufpassen, auch die Hereingabe ist nicht ganz so ohne, mit ziemlich viel Speed da gekommen auf der linken Seite Niamh Charles. Eigentlich eine Offensivspielerin, Stürmerin sogar, von Emma Hayes auf die Linksverteidigerposition gestellt. Ganz interessante Variante. Hier haben wir sie nochmal. Die 21-Jährige. Vielleicht eben auch so eine Option, vielleicht auch so ein kleiner Überraschungsmoment. Lina Magul kommt da ein bisschen zu spät. Gibt einen Freistoß mit Sicherheit. Und auch da belässt es Esther Staubli bei einer Ermahnung. Der Ball war schon weg gegen Pernille Harder. So, Zuordnung wieder. Aufpassen, wieder Harder Ablage auf Kirby. Also da darf man ihnen nicht zu viel Raum überlassen. Jens Scheuer meinte zwar im Vorfeld, so hundertprozentig ausschalten kannst du die Offensivspielerinnen des FC Chelsea nicht über 90 Minuten, aber man muss natürlich versuchen, dass man eben die Qualität des Abschlusses beeinflusst, dass man sie in eine ungünstige Position schickt. So, nächste Situation. Sidney Lohmann, die da sowohl auf der halbrechten als auch auf der halblinken Seite immer wieder anzutreffen ist im Zusammenspiel jetzt mit Lynette Bernstein. Jess Carter, 23 Jahre alt, die Rechtsverteidigerin. Sam Kerr, die Australierin, kam im Januar 2020 von den Chicago Red Stars. Und jetzt haben wir einen Standard. Für die FC Bayern Frauen, 28. Spielminute, da könnte jetzt mal was gehen. Lina Magul. Die Eingabe war nicht schlecht. Und neben Charles klärt zur Ecke. Ja, das ist natürlich gefährlich. Das sind gut hereingetragene Standards. Und da sind sowohl Lea Schüller als auch Marina Hegering mit durchgelaufen. Also dann muss die Defensive da sein, sonst wird es brandgefährlich. Nächste Hereingabe. Sandra Ziel aus der Distanz. Der ist gut, der ist ein Tor. Was für ein Sonderschuss. Ja, bist du deppert, würde man jetzt in Bad Ischl sagen.
in ihrer Heimat im Salzburger Land. Was für ein tolles Tor. Schauen wir noch mal rein. Kurz ausgeführte Ecke. Caroline Simon, dann klärt erstmal Kirby genau auf den Schlappen. Und das sind, ja, was sind das, 25? Knapp. Aber perfekt erwischt. Sensationelles Tor von der Österreicherin. Und jetzt steht es 1:1. Aus einer Standardsituation resultierend. Jetzt schaut es wieder ein bisschen besser aus. Aber immer noch eine gute Stunde auf der Uhr. Also freuen wir uns noch nicht zu früh. Noch nichts passiert. Aber schaut wieder besser aus. Keine Frage. Wow, was für ein tolles Tor. Was für ein Strich. Hat so ein bisschen Effekt nach außen gehabt. Und da gab es nichts zu halten. Für Ann-Kathrin Berger. Und gute Defensivarbeit von Clara Bühl, die ja eigentlich eher offensiv verortet ist. Die 20-Jährige aus Münstertal kam eben auch neu. Auch so ein Neuzugang. Vom SC Freiburg. Frank Kirby. Und Missverständnis mit Magdalena Eriksson. Ja, da geht die Kamera noch mal groß drauf. Das sehen wir noch mal aus einer hinteren Perspektive. Wusch. Die wollte die auch genau dahin haben. Nimmt Maß. Bam. Da gibt es nichts zu halten. Er reagiert an Katrin Berger auch so gut wie gar nicht. Und was für eine Befreiung. Was für eine Befreiung. Kann man richtig erkennen hier. Freuen wir uns mit den FC Bayern Frauen. Tolles Tor. Ja, für den FC Chelsea und Emma Hayes wird es am Matchplan grundsätzlich natürlich jetzt nichts ändern. Das eine Tor an sich hätte zwar gereicht, aber sie müssen schon hier gewinnen. Bei einem möglichen 2:1. Und vorausgesetzt, das blieb auch bis zum Ende so, würden wir in eine Verlängerung gehen und dann unter Umständen in eine Elfmeterschießen, falls sich dann nichts mehr dran ändert. Und die andere Halbfinalpartie ist bereits durch, begann bereits um 12 Uhr Mittag, der FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain. Und da gab es einen 2:1 Erfolg für die Katalaninnen im Johan Cruyff San Juan Stadion. Also Barça steht im Champions League Finale und wird am 16. Mai der Gegner sein für entweder Emma Hayes und ihre Mannschaft oder Jens Scheuer und seine FC Bayern Frauen. Also erster Finalist steht fest. Der Einsatz von Sidney Lohmann und Platz für Linnet Bernstein. Lea Schüller ist mit dabei. Aufpassen, dass sie nicht ins Abseits läuft. Und nochmal das Nachsetzen Sidney Lohmann. So, und jetzt vielleicht auf die andere Seite wechseln, auf die rechte Außenbahn. Hegering, Benkert. Wieder frühes und hohes Anlaufen der Engländerinnen. Wollen die FC Bayern Frauen da in einen Fehler treiben, in einen Abspielfehler, aber die suchen das Heil nach vorne. Clara Bühl. Ja, und da muss sie rangehen. Die Niamh Charles gibt den nächsten Standard für die FC Bayern Frauen, die jetzt natürlich auch ein bisschen ja, Zeit haben.
glaube, es ist noch ein bisschen früh, um zu spekulieren, ob dieser Ausgleichstreffer durch Sadar Sadrazil jetzt für Wirkung gesorgt hat bei den FC Chelsea Frauen. Wieder eine Situation. Ah, schade, schwierig zu nehmen, dieser Ball für Clara Bühl. Dieser beidfüßig. Gut gekämpft von Sadrazil, Magul, und dann passiert erstmal nichts. Neuaufbau aus der Viererabwehrkette des FC Chelsea. Soo Yoon-ji ist ein bisschen abgetaucht, so als Spielgestalterin. Daniela Harder muss da schon auch ziemlich weit hinten mitarbeiten. So viel in der Richtung Frank Kirby. Und jetzt haben wir mal wieder die Südkoreanerin, die jetzt danach links ausgewichen ist. Aber auf diesem Niveau ist natürlich die kleinste Ungenauigkeit fatal. Der Ball ist sofort weg. Koreanerin, kurze Ablage auf Kirby. Da wird es ganz schön eng. Und da stand die Schweizerin gut. Esther Staubli. Soo Yoon-ji ist darauf angelegt. Hat den Körperkontakt gesucht und hat sich da abprallen lassen. Wollte da gerne einen Strafstoßpfiff dafür haben. Die Schweizerin tut ihr diesen Gefallen nicht. 9 Minuten noch auf der Uhr regulär. Es ist eine intensive Partie. Auch weil es natürlich um so viel geht für beide Clubs. Keins der Teams stand jemals in der Vereinsgeschichte in einem Champions-League-Finale. Wieder Kirby, Hereingabe ist nicht schlecht, aber da sind sie zu zweit im Zentrum. Edelstedt und Hegering. Und klären das erstmal. Einwurf Bayern, hätte ich gesagt. Genie, schauen wir uns die Szene nochmal an. Also fällt schon sehr leicht. Sie sucht einfach nur den Kontakt mit Amanda Edelstedt. Und da lässt sich die 28-jährige Schwedin natürlich auch nicht so leicht abkochen. Die beiden Frauen versuchen jetzt ein bisschen höher zu stehen. Beinhaltet natürlich auch ein gewisses Restrisiko, dass bei einem Vertikalpass relativ viele Spielerinnen da sozusagen ausgehebelt werden könnten. Eriksson, oh, ungenau und gut aufgepasst. Linde Bernstein, die ist pfeilschnell. Lea Schüller. Lea Schüller zieht ab. Schade. Gute Szene für die FC Bayern Frauen. Knapp vorbei. Lea Schüller, gute Chance. Aber das ist wichtig. Solche Angriffe sind wichtig. Gut aufgepasst von der Holländerin. Und dann ist ein bisschen Lea Schüller abgedrängt und muss damit links abziehen. Rechts ist ihr stärkerer. Und jetzt geht es gleich wieder in die andere Richtung mit Pernille Harder. Jetzt ist auf einmal Dampf drin hier in der Schlussphase dieser ersten Hälfte. Gut geklärt von Hegering. Caroline Simon war es, und da ist Laura Benkert, der Rückhalt. Souverän. Gutes Stellungsspiel. Hier sehen wir nochmal die Situation. Da ist natürlich der Winkel schwierig. Schwierig, da aufs kurze Eck auch zu gehen. Magdalena Eriksson ist da auch gut mitgelaufen mit der torgefährlichsten Angreiferin der FC Bayern Frauen. Was die Trefferquote in der Bundesliga auf jeden Fall angeht, da hat sie schon 13 Tore erzielt. Lea Schüller, kein Foulspiel. Gegen Lina Magul, war, fand ich, grenzwertig.
Aber auch das lässt sie laufen, insofern vielleicht ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Wieder Jess Carter. Ja, man muss einfach aufpassen, dass die Engländerinnen nicht mit Tempo auf den Bayern 16er zukommen können. Jetzt wieder eine starke Offensivaktion von Soo-Yeon-ji. Und dann ist aber Marina Hegering da, die zur nächsten Ecke klärt. Dritte Ecke für Chelsea. Auf dem zweiten Posten lang gezogen. So, und jetzt ein bisschen Luft da für Caroline Simon. Schade, viel Gefühl wollte ich gerade sagen. Hat da Clara Bühl gesucht. 5 Minuten noch auf der Uhr. Bis zum Pausentee. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute auch passt in London. Millie Bright. Und Soo-Yeon-ji, die da an der Mittellinie steht. Und natürlich da auch versucht, die Bälle zu verteilen. Fehlt aber natürlich vorne. Lina Magul. Anna Glas. Und dann kann man hier relativ haben wieder aufbauen. Illestet, Benkert. Und dann bietet sich Sadra Sadrazil an. Aufpassen, Hegering. Und jetzt ist man da natürlich relativ offen. Wieder Frank Kirby. Kerr. Und dann ist da der Kontakt da. Lina Magul, meine ich, hat die Engländerin erwischt. Und es sieht so aus, als ob es dafür den gelben Karton gab. Genau, gelbe Karte gegen Lina Magul. Ist ein Tick zu spät dran. Natürlich viele Anweisungen da vom Kasten von Laura Benkert. So, gefährliche Situation. Da haben wir Magdalena Eriksson, die Spielführerin vom FC Chelsea, und Soo-Yeon-ji. Am runden Ball, Lynette Bernstein, quasi der Block für einen möglichen Flachschuss, wenn die Mauer hoch springt. Aufpassen, Ball ist freigegeben, 43. Spielminute, brenzlige Szene, Soo-Yeon-ji in die Mauer. Und dann der Nachschuss ist gefährlich und er findet den Weg ins Netz, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's überhaupt nicht. Soo-Yeon-ji, was für ein Tor! Damit steht es wieder 2:1, also identisches Resultat. Jetzt wären wir auf Kurs, Verlängerung, und den sieht Laura Benkert nicht. Und der passt aber auch ganz genau. Soo-Yeon-ji, die Südkoreanerin, mit ihrem ersten Tor im laufenden Wettbewerb. Und da wusste sie, glaube ich, selbst nicht so. Da hat sie viel Hoffnung in diesen Schuss mit reingelegt. Und irgendwie findet der Ball den Weg ins Netz. Herrschaftszeiten. Also, damit die Karten wieder neu gemischt.
Und jetzt schauen wir mal, wie wir hier in die Halbzeitpause kommen. Vielleicht gibt es ja noch mal einen richtig guten Angriff der FC Bayern Frauen. Das ist gut gespielt Richtung Clara Bühl. Zieht da durch. Behrenstein. Caroline Simon hilft mit. Hereingabe ist gut, aber schade. Da ist niemand am zweiten Pfosten. Da war Sidney Lohmann kurz bzw. zentral gelaufen. Sadrasi. Und Hegering. Da versucht sie dann auszuhelfen nach hinten, hat aber gereicht, Pass ist ungenau. Und Edestedt mit all ihrer Routine erstmal geklärt. Spiel wieder beruhigen. Eieiei. Was für ein interessanter Verlauf. Und nochmal Behrenstein Richtung Lea Schüller. Und dann kommt Ann-Kathrin Berger raus. Ja, und die Uhr der Schweizerin, wen wundert es, geht natürlich ganz präzise. Und genau Esther Staubli pfeift ab diese erste Hälfte. Sie wird einigermaßen zufrieden sein, Emma Hayes. Man hat das Hinspielresultat egalisiert. Es steht 2:1 für die Frauen des FC Chelsea. Tore in der 11. Spielminute. Frank Kirby, dann dieser Ausgleichstreffer durch Sara Sadrazi. Traumtor zum 1:1 Zwischenstand und dann eben kurz vor der Halbzeitpause So Yoon-ji hier links mit dem Nachschuss nach ihrem geblockten Freistoß zum 2:1. Ist also alles offen, alles drin. Es bleibt spannend und wir gehen kurz in die Halbzeitpause und stellen euch Marina Hegering vor im 1:1-Talk und sind dann rechtzeitig zum zweiten Durchgang wieder zurück. Bis gleich. Seit knapp einem Jahr bist du bei unseren Frauen. Du spielst seit 14 Jahren aber schon in der Bundesliga. Zur Nationalspielerin bist du erst vor 2 Jahren knapp geworden und Profifußballerin, so bezeichnest du dich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch erst seit eben dieser Saison, seitdem du beim FC Bayern bist. Über all das wollen wir jetzt sprechen. Fangen wir doch mit dem letzten Punkt gerne an. Sag uns mal, wie das vorher denn war und wie das allgemein in der Bundesliga ist. Ich glaube nicht, dass viele Zuschauer das wissen, dass die Frauen nicht alle Profis sind. Ja, genau. Es ist in der Regel schon so, dass die meisten Spielerinnen, entweder wenn sie sehr jung sind, halt noch zur Schule gehen, ihr Abitur nebenher machen oder eben nebenher ein Studium machen oder auch stundenweise tatsächlich arbeiten gehen. Und so war es bei mir eigentlich auch all die Jahre. Also es ging halt über die Schule, über das Abitur hin zur Uni, danach noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht und anschließend dann auch voll in den Job eingestiegen. Ich war dann auch bei 40 Stunden die Woche und habe am Abend noch trainiert, damals noch bei der SGS Essen. Und ja, im vergangenen Jahr, im Sommer, habe ich dann nochmal einen weiteren Schritt gemacht und jetzt spiele ich beim FC Bayern und bin tatsächlich nur Fußballerin. Über diesen Schritt wollen wir dann gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Ich finde es mittlerweile fast schon klassisch. Du bist jetzt auch nicht die erste Frau, mit der ich mich unterhalte. Aber die Jungs waren schuld, dass du angefangen hast mit dem Kicken, richtig? Ja, genau. Also bei mir fing es im Kindergarten an, wobei ich auch eine Kindergartenfreundin hatte, die auch zum Fußball gegangen ist, weil sie hatte einen großen Bruder, der Fußball gespielt hat. Aber die Jungs im Kindergarten haben mir mal erzählt, dass sie zum Fußballtraining gehen. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, da möchte ich auch mal ganz gerne hin. Und ja, einmal da gewesen und nie wieder gegangen sozusagen. Die Freundin hat allerdings aufgehört. Ich glaube, bevor du auch in die B-Jugend gekommen bist, gab es den Gedanken jemals bei dir, das mit dem Fußballspielen dann doch irgendwann auch wieder sein zu lassen? Ja, eigentlich gar nicht. Also sie hat irgendwann aufgehört. Da waren wir, glaube ich, so circa 12, 13. Für mich stand das irgendwie gar nicht zur Debatte. Also ich konnte es auch gar nicht nachvollziehen, warum sie aufgehört hat. Ich habe einfach weitergespielt. Ich habe nebenher auch andere Sportarten gemacht, so Taekwondo und Tennis. Aber irgendwann kam es immer zu dem Zeitpunkt, wo sich diese Trainingseinheiten irgendwie überschnitten haben. Und dann habe ich immer gesagt, okay, nee, dann halt lieber Fußball. Und ja, so ist es dann geblieben.
Hat ja auch ziemlich gut funktioniert mit 17 Bundesliga-Debüt bei Duisburg, 2 Pokalsiege, UEFA Cup gewonnen, U20-Weltmeisterin geworden. Es war so ein bisschen ja alles nach Plan, beziehungsweise sogar besser als Plan vermutlich. Und dann kamen die Verletzungen. Nimm uns mal ein bisschen mit in diese schwierige Zeit, in all diese Jahre ja fast schon, in denen du richtig zu kämpfen hattest. Ja, genau. Also ich hatte eigentlich einen recht guten Start, das hast du ja schon erwähnt. Und ja, nach der U20-WM fing es dann eigentlich an, so ein bisschen mit der ganzen großen Verletzung, also was eigentlich keine Riesenverletzung war, aber die sich dann einfach über mehrere Jahre gestreckt hat, weil ja ich einfach eine Wundheilungsstörung an der Ferse hatte und dementsprechend hat sich das über mehrere Jahre hinweg gezogen und hinzu kamen durch die ganzen OPs dann noch Achillessehnenbeschwerden und ja, das hat sehr, sehr lange Zeit gedauert, bis ich das einigermaßen in den Griff bekommen habe und eigentlich erst so richtig Fuß gefasst habe ich wieder so im Jahr 2016 in der Bundesliga, wo ich so zufriedenstellend trainieren und spielen konnte. Und genau, dann seitdem ging es eigentlich die ganze Zeit bergauf. Ist das auch schon der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, da begann im Prinzip die zweite Karriere der Marina Hegering mit diesem Aufstieg dann letztlich ja auch zum FC Bayern und zur Nationalspielerin? Oder wann würdest du das festmachen, wann so ein Punkt kam, wo du selber auch gemerkt hast, okay, jetzt bin ich richtig top mit dabei? Ja, eigentlich gar nicht. Also ich war eigentlich nur so einfach nur happy und glücklich, dass ich wieder Fußball spielen konnte und in der Bundesliga nochmal wieder angreifen durfte. Und ich war auch extrem glücklich mit der Situation, dass ich beim Verein SGS Essen da die Möglichkeit wieder gefunden habe und ich da auch so ein super Team um mich herum hatte, wo ich sehr, sehr viel Spaß hatte. Und von daher war einfach dieses Gesamtpaket, irgendwie wieder Fußball spielen zu dürfen mit einem tollen Team, neue Freundschaften zu schließen, war einfach total erleichternd und sehr, 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 sehr schön. Und dass es dann irgendwie nochmal die Entwicklung genommen hat, die es jetzt, wie es jetzt gelaufen ist, war für mich nicht zu erwarten und hatte ich auch gar nicht mir irgendwie auf die Fahne geschrieben. Also ich bin komplett ohne Erwartungen eigentlich in diese ganze Zeit reingegangen und habe es einfach nur genossen, dass ich wieder spielen konnte. Und deswegen mag ich es gar nicht irgendwie festmachen, so als zweite Karriere zu bezeichnen, sondern es ist einfach nur, es hat so ein bisschen, die Dinge haben so ihren Lauf genommen, ohne dass ich sie irgendwie forciert habe. Und dieser Lauf endete in der Anfrage, oder noch nicht endete, aber er hatte zwischenzeitlich mal diesen Punkt, in dem die Anfrage kam, des FC Bayern. Weißt du noch, wo du davon erfahren hast und wie lange du auch überlegen musstest, ob du das machst? Also es war ging Richtung Winterpause ungefähr. Das war schon ein bisschen verrückt, als mein Berater mich da anrief, ich habe da vielleicht was oder überlegt ihr das mal? Und ich so, okay, krass, das muss ich erstmal sacken lassen. Und ich bin dann schon so ein Mensch, der das irgendwie mal besprechen muss. Und meine Familie ist mir da auch sehr wichtig. Und da habe ich erstmal Familienratssitzung gemacht. Und dann habe ich mich mit dem Gedanken beschäftigt und ich war ja auch am Arbeiten. Dann musste ich natürlich auch erstmal irgendwie Personalabteilung anfragen, wie es denn überhaupt aussieht. Und kam da eins zum anderen. Natürlich viel, viel hin und her gespielt. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Ich hatte mich eigentlich schon ziemlich gesettelt in meiner Heimat, sodass ich eigentlich überhaupt nicht über einen Wechsel und mal gar nicht so weit, sage ich jetzt mal, darüber nachgedacht hatte. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, warum eigentlich nicht? Also diese Chance, die kommt mit Sicherheit kein zweites Mal. Und deswegen habe ich dann gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich gesagt, den Schritt, den gehe ich. Haben es dir denn die Mädels um dich rum in deiner neuen Mannschaft wenigstens einigermaßen leicht gemacht, gut anzukommen in München und in diesem Team? Ja, unfassbar. Also das war wirklich hervorragend. Das habe ich auch selten so erlebt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Jetzt hatten wir natürlich auch noch die besondere Situation, dass wir vier Wochen nach Trainingsstart, glaube ich, schon in der Champions League ran mussten, weil der
Restart oder dieses kleine Champions League Turnier dann im August war. Von daher mussten wir auch, also waren wir quasi gezwungen, da relativ zügig irgendwie als Team zusammenzuwachsen. Aber nichtsdestotrotz hat das Team oder das bisherige Team, was da war, es sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, alle Neuzugänge können das soweit bestätigen. Es ist so oder so eine herausragende Saison für dich, ganz bestimmt was ganz Besonderes. Aber Marina, wenn du am Ende ohne Titel dastehst, wäre es dann nach diesem Saisonverlauf schon auch eine Enttäuschung? Ich denke nicht in einer negativen Schleife. Nein, grundsätzlich auch. Ich bin, wie gesagt, ohne Erwartungen hierhin gewechselt. Also für mich stand klar, setzt man sich Ziele, aber ich erwarte vor der Saison nicht, dass man drei Titel holt oder hier drei Titel holen. Und deswegen, klar ist es in dem Fall enttäuschend oder traurig, wenn man aus einem Wettbewerb ausscheidet, so wie jetzt zum Beispiel dem DFB-Pokal. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt gerade noch in zwei Wettbewerben voll dabei und haben alle Möglichkeiten, und das ist erstmal positiv zu sehen. Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass die nächsten drei Sonntage für dich und für die Mannschaft herausragend werden. Das mal aus rein sportlicher Sicht. Wollen noch ein bisschen über dich persönlich auch sprechen. Ich fange jetzt mal an mit deinem Spitznamen Maschina, den ich gelesen habe. Den du magst oder nicht magst und der wie entstanden ist? Ja, von mögen kann nicht die Rede sein. Ich akzeptiere ihn. Aber der ist entstanden zu Essener Zeiten. Damals habe ich mit Sarah Dorsun in der Innenverteidigung bei Essen gespielt. Und also sie hat irgendwie grundsätzlich für jede Spielerin fast aus der Mannschaft immer irgendwie einen Spitznamen. Und ja, bei mir ist der halt entstanden. Ja, und hat sich so ein bisschen durchgesetzt, weil sie ja auch in der Nationalmannschaft mit mir spielt. Und dann ist es bei der WM so ein bisschen aufgepoppt, dieser ganze Name. Wir haben vorhin mal drüber schon gesprochen, dass du ja jetzt keinen Hauptberuf mehr hast. Du hast auch mal gesagt, du brauchst dann irgendwas anderes, womit du dich beschäftigen kannst, parallel zum Fußballspielen dann auch weiterhin, jetzt wo du Profispielerin bist. Hast du mittlerweile was gefunden, eine Weiterbildung oder vielleicht auch irgendein Hobby? Ich bastel sehr gerne, muss ich sagen. Also ich würdel so ein bisschen zu Hause manchmal rum und bin so ein bisschen kreativ, mach teilweise Dinge bei mir in der Wohnung, aber auch für andere mal, verschicke ganz gerne mal ein Überraschungspaket in die Heimat zu Freunden. Aber ich habe jetzt auch einen Fernlehrgang angefangen, Sportmentaltraining, wobei ich das im Februar angefangen habe und dann kamen die ganzen englischen Wochen. Also es zieht sich gerade so ein bisschen. Also ich arbeite daran, aber es stockt auch zwischendurch sehr stark, weil wenn man so viel unterwegs ist, dann ist es schwierig, sich dann nebenher dann noch intensiv auf sowas zu konzentrieren. Aber es hilft mir trotzdem. Es lenkt mich auch manchmal ganz gut ab. Von daher bin ich sehr froh, dass ich da verschiedene Sachen habe. Ja, wir haben das durchgehört, dieses Nachhause, dieses Heimat, das ist ganz wichtig für dich. Aber ist München denn mittlerweile schon Heimat Nummer zwei genug, dass du sagst, ja, den Vertrag bis 2022, den würde ich gerne verlängern, wenn man mir das anbietet? Oder bist du eine, die sagt, ja, vielleicht nochmal was anderes, vielleicht sogar mal Ausland, auch nicht weniger reizvoll? Da bin ich noch ganz entspannt, was diese Zukunftsfrage angeht. Ich fühle mich gerade wirklich sehr wohl hier in München, im Verein, aber auch in der Stadt. Habe mich, glaube ich, ganz gut eingelebt, sofern man sich gerade einleben kann. Würde ganz gerne noch ein bisschen mehr München und Umgebung kennenlernen. So viel habe ich noch nicht gesehen, weil im Sommer natürlich auch ein straffes Programm anstand mit der Champions League-Vorbereitung, Bundesliga und neuer Club. Da muss man sich erstmal irgendwie an alles gewöhnen. Von daher freue ich mich jetzt auch auf die Zeit, wenn es wärmer wird und ich mal ein bisschen München und Umgebung kennenlernen kann. Und alles, was dann die Zukunft bringt, das wird irgendwie eintreten und aufpoppen, wenn es an der Zeit ist. Und dann werde ich mir darüber auch Gedanken machen. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim weiteren Kennenlernen von München und Umgebung und wünschen vor allem erstmal ganz viel Erfolg und möglichst intensive Wochen jetzt auch in den nächsten drei Wochen, dass ihr da möglichst viel an Erfolgen einfahrt. Dankeschön an Marina Hegering. Danke, dass du da warst.
Danke euch auch. So, wir sind wieder zurück, liebe Bayern-Fans, liebe Fußballfreunde, im King's Meadow Stadion im Stadtteil Kingston in London. Champions League Halbfinal-Rückspiel. Die FC Bayern-Frauen jetzt von links nach rechts gegen den FC Chelsea und es steht 2:1 für die Londonerinnen. Also im Endeffekt das Hinspielergebnis gedreht. In Summe 3:3. Nachstand jetzt gehen wir in die Verlängerung und unter Umständen sogar ins Elfmeterschießen. Wir hoffen mal, dass die FC Bayern-Frauen es nicht so weit kommen lassen, dass wir hier ja, vielleicht innerhalb der 90 Minuten dann doch eine Entscheidung pro FC Bayern-Frauen bekommen. Wir warten jetzt natürlich auf den Anstoß. Schauen mal, verschaffen uns kurz einen Überblick, ob es personell Veränderungen gab. Ich meine, auf Seiten FC Bayern-Frauen keinen Wechsel zu erkennen. Und auf der gegenüberliegenden Seite sieht es mir auch nicht danach aus. Also Ball ist freigegeben wieder von Esther Staubli. Bin gespannt, wie Jens Scheuer jetzt seine Mannschaft eingestellt hat. Nach der erneuten kalten Dusche in der 43. Spielminute durch diesen Nachschuss, nach diesem ursprünglich von der Mauer geblockten Freistoß von Soo-Yoon-ji, als der Ball dann irgendwie aus unerfindlichen Gründen ja, den Weg ins lange Eck gefunden hat. Nicht zu sehen, nicht zu erkennen für Laura Benkert aus ihrer Position. Drum überhaupt kein Vorwurf an sie. Ich meine, dass es auch ein bisschen das Tröpfeln begonnen hat. Zumindest die Kameralinse, gerade bei der Führungskamera, die ist hier so ein bisschen ja, mit Tröpfchen belegt. Jetzt nächste Situation für die FC Bayern Frauen. Mit ein bisschen mehr Werfen, mit ein bisschen mehr Mumm könnte was gehen. Hanna Glas beschäftigt hier gleich zwei Spielerinnen vom FC Chelsea. Ja, und da wird es eng auch für die Kamera. Also ich meine, sollte Ballbesitz Bayern geben. Ecke oder Einwurf, schwierig zu sagen aus dieser Einstellung. Also wichtig ist, dran zu bleiben. Einfach Druck auf den FC Chelsea auszuüben. Immer wieder diese Nadelstiche und ja, einfach nochmal nachsetzen. Und dann wird die Kugel schon ins Netz gehen. Nein, dass da ein Handspiel irgendwo mit dabei war. Und darum gibt es Freistoß für die Gastgeber. Ja. Wie gesagt, hochdekorierte Mannschaft, auch noch nie im, was für ein Bock von Berger hier bei diesem Abstoß, beziehungsweise bei dieser Standardsituation auf direkt auf Lene Bernstein, wieder kein Foulspiel, sagt die Schweizerin jetzt aber. Freistoß nach dem Foul an Sadra Sil direkt vor ihren Augen von Carter. Hat da was ans Jochbein abbekommen. Und dann beschwert sich Carter, warum zuvor der Pfiff ausgeblieben war. Also das war für mich zweimal eine Situation, wo du beide Male für die Bayern pfeifen hättest können. Also ihren Protest verstehe ich jetzt nicht ganz. Sieht aber auch gelb dann vielleicht in Kombination für Einsatz und Gesprächsbedarf. Jess Carter. So, gibt natürlich eine Freistoßsituation für die Bayern. Lina Magul steht parat und auch hier unten Sadra Sil, die sich aber da ein bisschen nach hinten orientiert. Vorne Hanna Glas sehen wir da, Sydney Lohmann, Lea Schüller in Position. Ball ist lang, zu lang. Und um kein Problem für Ann-Kathrin Berger aus Göppingen. Wechselte im Januar 2019 von Birmingham City zu den Blues. Davor war sie zwei Jahre lang bei Paris Saint-Germain und von 2011 bis 2014 bei Turbine Potsdam. An Katrin Berger. Jetzt Clara Bühl mit der Hereingabe. Bekommt sie die zweite Chance. Clara Bühl nochmal mit links, ist ja beidfüßig. Ah, Hereingabe war gefährlich. Die Intensität wird höher. Sydney Lohmann hat sie da einen Nasenstüber abbekommen. Schauen wir mal, aber hier gut nachgesetzt. Und dann ist es ein Zusammenprall, oder? Ist es, nee. Carter klärt auf jeden Fall vor Sydney Lohmann.
Ja, lässt sich da, denke ich, mal kurz behandeln. Wenn man ein bisschen Sterne sieht, könnte ich mir vorstellen. An der Nasenwurzel zusammen Pall immer ungemütlich, unangenehm. Kurz ausgeführte Ecke von Magul. Und auch da muss man mal aufpassen auf die Schnellangriffe, auf die Konter. Die Engländerinnen, Caroline Simon. Schickt wieder Lynette Bernstein auf die Reise. Bernstein ist schnell. Schade, aber Carter steht besser. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, denn Lynette Bernstein mit ihrer Geschwindigkeit ist eine absolute Waffe. Jetzt auf der anderen Seite Yeonji. Und geblockt. Erstmal Schlimmeres verhindert Caroline Simon. 28 Jahre. Gebürtig aus Kassel, wechselte im Sommer 2019 von Olympique Lyon zu den Bayern. Die Handlung für Sydney Lohmann dauert immer noch ein bisschen an. Jetzt kommen auch die Innenverteidigerinnen mit vor in Persona Millie Bright. Pernille Harder ist da vorne im Zentrum, da wo man sie auch vermutet. Sam Kerr lauert da ein bisschen. Illestet und dann Clara Bühl. Erstmal aus der Gefahrenzone aufpassen. Wieder G. Und Benkert. Endstation. So entschärft man die Angriffe des FC Chelsea. Und jetzt müsste man halt selbst das Offensivspiel ein bisschen, ja, wie soll man sagen, konstruktiver, insofern es der Gegner zulässt, einfach aufbauen und kreieren. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Hier Lohmann mit dem Ballgewinn. Magul, da packt sich Sydney Lohmann schon nach dem Abspiel an den Kopf. So, oh Gott, wie konnte ich nur so einen Ball spielen? Ein bisschen zu ungenau und schon ist die Kugel wieder weg. Magdalena Eriksson. Sehen fast ausnahmslos Nationalspielerinnen hier auf dem Platz. Top Level einfach. Minimum europäische Spitzenklasse. Hanna Glas. Gut zugestellt jetzt von Chelsea. Guter Körpereinsatz von G. Und gut geklärt hier von Illestet. Leider auch wieder in die Beine von Sophie Ingel. Vorteil lässt Staubli laufen. Und Stellungsspiel von Sadrazil passt. Im Augenblick haben wir die FC Bayern Frauen ein bisschen zu wenig den Ball. Oder kontrollieren ihn zu kurz. Von der Zeitspanne her gesehen. Würden wir wünschen, wenn wir da wieder ein bisschen mehr Ballkontrolle bekämen. Denn das baut alles natürlich Chelsea irgendwo auf. Kostet zwar auch ein bisschen Kraft und Körner, aber hinterherlaufen ist natürlich auch nicht so ganz ohne. Und auch diese Kombination gut antizipiert von Hanna Glas und Illestet, die da gut harmoniert haben auf der rechten Abwehrseite der FC Bayern Frauen. Sadrazil und wieder der relativ lange Befreiungsschlag. Kann man Foulspiel entscheiden. Gegen Lea Schüller ist so geschehen. Einsatz von Magdalena Eriksson ein bisschen übermotiviert. Hier sehen wir es nochmal. Zack. Mit Ellbogen nachgearbeitet. Ja, ist natürlich auch die große Frage, ob am Ende
dieser Partie auch die Körner dann den Ausschlag geben. Denke mir, dass Chelsea schon ein hohes Tempo geht. Jetzt mal Lea Schüller, die ist schnell. Und holt immerhin eine Ecke raus. Wichtig. Aber sie ist da vorne in manchen Situationen natürlich relativ allein gelassen. Kein Abseits, was schwierig zu sehen ist aus diesem Winkel. Und dann ist es Niamh Charles zu verdanken. Hier haben wir sie im Bild, dass wir hier die nächste Ecke haben für die FC Bayern Frauen. Auch unglücklich der Bayern-Spielerin am Boden verletzt. Könnte illestet sein. Caroline Simon mit dem Ball nach vorne. Er hat da vielleicht den Schlag auch in den Magen bekommen. Schauen wir, was passiert ist. Lea Schüller davon. Ah, er kriegt einen Ball ins Gesicht. Im Kopf, ja, richtige Kopfnuss. Komm Lea, also da gibt es die Aufmunterung von Jens Scheuer. Sie steht wieder natürlich. Wenn du da unvorbereitet da die Kugel mit Wucht am Kopf kriegst, natürlich ein kleiner Wirkungstreffer erstmal. Aber Lea Schüller steht schon wieder und läuft auch schon wieder. Geht hier engagiert nach. Jetzt nochmal alles reinschmeißen, Mädels. Auf geht's. Ist immer noch alles drin. So, Jung Ji. Millie Bright. Caroline Simon gegen Carter. Und da ist die Assistentin direkt daneben gestanden. Und ja, Carter muss ein bisschen aufpassen, hat die erste Verwarnung schon hinter sich, also hat schon mal gelb gesehen, insofern Gemach, wenn sie hier den Schlusspfiff noch auf dem Platz erleben will. Eriksson. Ja, hier unter Druck den Ball nach vorne gebracht von Sophie Ingel. Und auch noch angebracht bei Frank Kirby. Und dann ist wieder Sarah Sadrazil mit dabei und schiebt den nächsten Angriff an. Lea Schüller geht in Position, Clara Bühl an der Kugel gegen 3, oh, gegen 4 dann am Schluss. Das ist dann doch ein bisschen zu viel. Offener Schlagabtausch im Augenblick in dieser Phase, aufpassen Bayern. Hegering, da geht mit und dann mit vereinten Kräften Hanna Glas, wieder Hegering und Illestet befreien erstmal den Bayern-Strafraum aus dieser Drucksituation. Auch wieder ein guter Pass durchgesteckt auf Melanie Neupolz. Kirby, Hereingabe gefährlich. Harder war in der Mitte. Hat da gelauert. Soo Yoon-ji, Carter und wieder Sophie Ingel. Im Moment wenig Zugriff der FC Bayern Frauen auf den Ball. Benkert mit einer Faust. Was ist da dran? Die Unparteiischen meinen ja. Hier nochmal Melanie Leupolz und dann ist sie dran. Melanie Leupolz wechselte vom FC Bayern zum FC Chelsea. Davor war sie beim Sportclub aus Freiburg und angefangen hat sie beim TSV Tettnang. Das ist eine leichte Beute für Laura Benkert.
Im Moment fehlt mir ein bisschen, und das ist Jammern auf höchstem Niveau, gebe ich zu. Aber mir fehlt ein bisschen so dieser kompakte Druck, den die FC Bayern Frauen auf Chelsea auswirken könnten. Es sind mir am Ende dann ein bisschen zu viele Einzelaktionen, die durchaus erfolgsversprechend sein können, um Himmels Willen. Aber so ein bisschen mehr Ballkontrolle, Ballbesitz würde mich irgendwie ein bisschen beruhigen. Muss ich einfach mal so sagen, hier aus dieser Position. Aber wie gesagt, der Matchplan von Jens Scheuer, er kann ja da auch immer wieder umswitchen, umstellen. Er hat ja auch noch einiges da auf der Bank sitzen. In verschiedenen Ausprägungen, wie eine Linda Dahlmann, die natürlich offensiv stark ist. Viviana See, die schnell ist wie ein Pfeil. Die erfahrenen Simone Laudea oder Carina Wenninger zum Beispiel. Also da gibt es durchaus viele, viele Möglichkeiten. Auch Spielerinnen, die die Defensive stabilisieren können, wie Simone Boye-Sørensen oder auch Carolina Willems-Dottir, die 19-Jährige aus Island. Auch das, ja, grenzwertig gerade gegen Bernstein. Gut gelöst. Magul jetzt am Ball. Stunde rum. Immer noch 2-1 Chelsea. Linette Bernstein. Ja, also so ganz freiwillig wird sie den Ball jetzt auch nicht abgegeben haben. Wundert mich, dass da die Pfeife stumm blieb. So, und jetzt ist es unterbrochen, weil Linda Dahlmann draußen steht. Schau mal her. Also Jens Scheuer reagiert und nimmt erstmal Lea Schüller runter, die durchaus viel gerackert hat da vorne. Vielleicht hat sie auch da doch ein bisschen was abbekommen. Und Linda Dahlmann jetzt mit ihrem 8. Einsatz. Also bei jedem Champions-League-Spiel war sie hier mit vertreten. Bereits 3 Tore erzielt, Linda Dahlmann. Im Hinspiel war es genau andersrum. Da kam Lea Schüller, die beim FC Chelsea da ziemlich groß auf der Rechnung war, erst eingewechselt im zweiten Durchgang. So, weiter geht's. Intensität, den Druck wieder erhöhen. FC Bayern Mädels, einfach gesagt, zugegeben. Aber so ein bisschen anfeuern muss man auch dürfen von hier aus. Ja, Schuss aus der zweiten Reihe da von Marina Hegering. Millie Bright krümmt sich da erstmal, steht aber auch wieder. Clara Bühl und Ilestedt. Hanna Glas hat ein bisschen Platz da jetzt auf der rechten Seite. Das ist Linda Dahlmann. Setzt sich da gut durch, ist im 16er. Ah, schade. Nächste Ecke, nächster Standard Bayern. Druck wird jetzt ein bisschen größer. Der FC Bayern Frauen, das gefällt mir, geht in die richtige Richtung. Clever ausgespielt hier, den Platz gut ausgenutzt, auch gut durchgesteckt. Auf Linda Dahlmann sehr beweglich. Da lauerte Bernstein im 5-Meter-Raum. Aber schwierig da anzuspielen. Hat man kurz gemerkt, dass für einen Sekundenbruchteil die Lücke kurz offen war. Da hätte man den Pass anbringen können, aber weiß man, wie schwer das ist. Oh, Herr Rengab ist gut. Ann-Kathrin Präger nicht ganz sicher. Ein bisschen vorbeigebatscht am Ball. Das Ganze nochmal von der anderen Seite, meine ich. Ja, weil Millie Bright noch dran war. Langer Ball. Schwierig zu bekommen für Sidney Lohmann, die den da erstmal versucht zu kontrollieren. Und gut durchsteckt zu Linda Dahlmann. Achtung, wieder Gefahr. Ah, schade. In dem Fall Sophie Ingel dazwischen. Und jetzt erstmal die Befreiung. Sam Kerr. Mehrmalige australische Spielerin des Jahres. 4-mal hat sie diese Trophäe in Australien
gewonnen, Sam Kerr. Aber das war jetzt eigentlich eine gute Druckphase der FC Bayern Frauen. Hoffen wir mal, dass sie noch ein bisschen länger anhält. Hanna Glas kommt nicht dran, Sadra See. Und dann macht sie es clever und lässt Niamh Charles den Seiten auslaufen. Dahlmann, das sollte Einwurf geben für Rot. Und ein Foul war es auch. Zack. Schon langsam beginnt so die Phase, wo wir immer häufiger auf die Uhr schauen müssen. 25 Minuten noch regulär. Schauen wir mal. Im Moment auch eher verhaltenes Abtasten, Vortasten vom FC Chelsea. Leupolz, Magul, Ballkontrolle. Sam Kerr, die da schon früh und hoch anläuft, aufpassen. Laura Benkert. Dahlmann kommt damit zurück, hilft, war wichtig. Clara Bühl. Und gut aufgepasst von Niamh Charles. Also in Bewegung bleiben, fordert hier Emma Hayes lautstark aus ihrer Coaching-Zone. Moment so ein bisschen schleppende Phase. Traue mich nicht zu sagen, ob es vielleicht an der hohen Intensität liegt, die die Frauen vom FC Chelsea im ersten Durchgang an den Tag gelegt haben. Aber vielleicht musst du natürlich auch mal ein bisschen eine Verschnaufpause einlegen in der Partie. Gut gerettet, Hanna Glas. Ja, ob der voll draußen war, weiß ich auch nicht. Proteste waren aber sofort da. Und auch wieder gut befreit aus dieser Situation. Der FC Chelsea aufpassen. Gefahr. Zuordnung passt da nicht ganz. Caroline Simon gut dazwischen. Und wieder Frank Kirby. Mit der Ablage aufpassen. Und dann ist erstmal nichts passiert. Durchschnaufen. FC Bayern Frauen. Im Moment ist noch alles offen. Die Zeichen stehen aktuell auf Verlängerung. Anna Glas und Soyoung-Chi. Carter. Wieder Kirby. Gut antizipiert, Hegering. Und ab die Post. Lynette Bernstein muss er alleine machen. Linda Dahlmann kommt mit. Bernstein wird geblockt. Schade, aber weiter geht's. Über Magul. Clara Bühl. Und dann sieht man, dass die Chelsea-Defensive wieder stabil steht. Also anderer Plan. Clara Bühl. 1 gegen 1 gegen Charles. Hanna Glas hilft. Gutes Tempo angezogen jetzt. Clara Bühl mit Magul. Ah. Sam Kerr und G. Hegering. Und auch das ist richtig gelöst. Elisdet.
im Moment wenig bewegen, beziehungsweise Chelsea steht gut im Raum. Jetzt kommen die Blues ein bisschen raus. Aber ich denke mal, dass sie auch nachrücken. Insofern ist das Mittelfeld schon komprimiert und kaum eine Anspielstation zu finden. Sidney Lohmann, ja, unsanft da auch zu Fall gebracht. Rund 20 Minuten auf der Uhr. Millie Bright. Eriksson und Charles. Minuten noch regulär. Mittlerweile kommen wir so in die Crunch-Time. Also jetzt denke ich, sind auch beide Teams so ein bisschen, ja, versuchen nicht mehr alles, nicht mehr mit komplett offenem Visier. Man weiß, jeder nächste Fehler könnte dann der letzte auch sein. Laura Benkert. Und aufpassen. Ja, das Pressing der Mädels vom FC Chelsea hat momentan Erfolg. Eriksson mit dem langen Ball auf Leupolz. Ingel. Und Charles, Niem Charles. FC Bayern Frauen bekommen im Moment keinen Zugriff auf die Kugel. Es sind eine Ballstaffette jetzt von locker 10, 15, vielleicht sogar 20 Stationen für den FC Chelsea. Aber entscheidend geklärt aus dem Zentrum hier von Amanda Idestedt. Ja, es bleibt gefährlich. Es bleibt gefährlich und dann ist Foulspiel bzw. Zusammenprall hier. Carter, Jess Carter und Caroline Simon. Und die Schweizerin hat da schon den gelben Karton in der Hand. Und hoffen wir mal, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Also momentan die Körpersprache von Caroline Simon verheißt da nichts Gutes. Winkt da auch ab. Schauen wir nochmal an. Da kommt sie natürlich auch. Viel zu spät. Und ja. Kann unter Umständen auch das Knie sein, das im Moment das Problem darstellt. Knöchel, Knie umgeknickt. Blöde Situation da bei diesem Einsteigen. So, gibt die Möglichkeit, mal kurz einen Schluck zu trinken. Emma Hayes, bisschen Coaching. Und auch Scheuer wird reagieren müssen, hat natürlich Möglichkeiten. Frage ist jetzt natürlich, Caroline Simon, Linksverteidigerin gespielt. Ob er da so bleibt bei dieser Ausrichtung, bekommt noch die gelbe Karte obendrein. Caroline Simon. Ich meine, jetzt kann man schon hören, so aus dem Hintergrund, die Anweisungen von Jens Scheuer. Also bringt er Wenninger? Fragezeichen. Oder doch Simone Laudea, die kannst du im Endeffekt überall einsetzen, die routinierte 34-Jährige. Simone Boyes-Jørgensen wäre auch noch eine Option. Die Bayern-Frauen im Augenblick dezimiert zu 10, weil Caroline Simon ist fraglich, ob es weitergehen kann. Laura Benkert erwischt die Kugel nicht.
Und der nächste Zusammenprall, da muss sie natürlich rauskommen. Da ist Lina Magull mit dabei, Melanie Leupolz und Laura Benkert, aber alle stehen wieder, nichts passiert. Gute Viertelstunde noch auf der Uhr. Zeit tickt runter. Eieiei, also das schaut nicht gut aus. Drücken wir mal die Daumen, dass es nicht allzu schlimm ist und sagen toi, 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 gute Besserung, Caroline Simon. Ich meine, dass Jens Scheuer reagieren muss. Einwurf Bayern mit Lynette Bernstein. Immer wieder gefährlich, über außen mit ihrer Geschwindigkeit. Jetzt Dreierkette. Da hinten Illestet, Glas und Hegering. Bälle sind halt auch relativ schnell weg. Das ist das, was man vielleicht ein bisschen anmerken darf. So, und jetzt Zeit für einen Wechsel, Spiel unterbrochen. Und es gibt einen Doppelwechsel. Carina Wenninghammer und Viviana Sei. Und Sydney Lohmann geht runter. Okay, die hat auch wahnsinnig viel gerackert, auch einiges einstecken müssen. Drum jetzt Viviane Assey, ebenfalls Neuzugang, frisch in dieser Saison gekommen von Girondin Bordeaux. Und auch pfeilschnell. Ich würde mir wünschen, dass sie jetzt noch einen Glanzmoment erlebt. So. Spiel läuft schon wieder. Schauen wir mal, wo sich Carina Wenninger jetzt exakt ins Mannschaftsgefüge eingliedert. Erstmal der lange Ball. Wenninger in der Innenverteidigung. Hanna Glas bleibt da draußen. Und da hat man sie schon. Die routinierte Österreicherin aus Graz ist die andere Österreicherin. Sarah Sadrazil aus Nevalina Magull. Vor lauter Begeisterung jetzt gleich verwechselt die beiden. Magul und Sadrazil beim schlampigen Hinschauen kann man sie schon mal verwechseln, die beiden. Boah, interessanter Rückpass hier. Heieieiei. Von Melanie Leupolz. Puh. So, bekommen wir jetzt nochmal. Klassisches Missverständnis, aber da kannst du natürlich auch nochmal für einen Hallo-Wach-Effekt sorgen. Ungewollt vielleicht, aber beschert den Bayern den nächsten Standard. Vielleicht kann man jetzt in dieser Zeit ja, das Entscheidende vorbereiten. Ecke ist gut. Und dann Hegering kämpft um den Ball. War der komplett draußen. Jetzt natürlich so, wir kommen auch in eine Phase, wo die Beine auch schon langsam schwer werden, wo es natürlich auch konditionell spannend wird, wo du einfach auch sagst, so oh, jeder Antritt tut schön langsam weh und natürlich willst du vom Kopf her das Ding hier auf deine Seite rüberreißen. Das gilt natürlich für beide Teams und die FC Bayern Frauen müssen sich einfach nochmal zusammenreißen, konzentrieren und dann ist hier alles drin. Nächster Standard, Freistoß. Melina Magull. Carina Wenninger lauert da auf der Linie zum Abseits. Ist ja groß. Wäre eine Option für einen Kopfball. Kerr geht auf Nummer sicher.
Eieiei, also die Intensität wechselt jetzt Richtung Spannung, dass es hier einfach ein absoluter Krimi wird. Und soll es ja recht sein. Also hoffen natürlich auf ein gutes Ende aus unserer Sicht. Einwurf Hannah Glas in den gegnerischen 16er rein. Und weiter Ballbesitz Bayern. Jetzt nochmal da den Druck aufbauen. Assey. Pressschlag. Egal, Clara Pöhl. Auch wieder geblockt. So, und Luft. Marina Hegering. Ein bisschen Platz da. Hereingabe ist nicht so schlecht, aber gut aufgepasst von Eriksson. Nochmal Eriksson, Assey. Und dann kann sich Chelsea erstmal befreien. Das ist Sam Kerr. Relativ allein, bekommt aber Unterstützung. Pernilla Harder. So, und aufpassen. Kirby und Wenning erklärt. So macht man das. Gut gemacht. Karina Wenninger weiß auch, dass da in ihrem Rücken gleiche Höhe. Aber war natürlich ein brutal schnell vorgetragener Angriff. Und da haben sie einfach gut aufgepasst. Vor allem Karina Wenninger, die Steirerin. 10 Minuten noch. Rund. Regulär. Jetzt sind wir mittlerweile im Bereich, nächstes Tor entscheidet. Und drum ist es natürlich jetzt so die Phase, wo die Hände, die Handflächen allmählich feucht werden. Jetzt wird es brenzlig, kribbelig. Linda Dahlmann. Einwurf Bayern. Neam Charles, die junge Linksverteidigerin, 21 Jahre alt, ist hier stark gefordert. Guter Ball, Dahlmann. Linda Dahlmann mit dem Pressschlag. Bleibt da an Eriksson hängen. Das wäre es gewesen. Blitzschnell ausgeführt. Laura Benkert mit einem Ausflug im Stile eines Manuel Neuer. Macht da auch einen richtig guten Job, weil sie da hinten eben auch gut mitspielt. Und viel in Bewegung ist. Linda Dahlmann war so eine Szene. Natürlich schon auch relativ beinhart geblockt von Magdalena Eriksson. Das unglücklicher Zusammenprall. Behrenstein und Carter. Und die Niederländerin sieht den gelben Karton dafür. Ich muss da noch nicht mal Absicht unterstellen. Beide schauen natürlich erstmal auf den Ball nach oben. Und dann ist aber der Fuß natürlich schon ein bisschen weit raus. So, 7 Minuten noch. Regulär auf der Uhr. So, gibt es eine Anweisung an Clara Bühl, wie sie sich da zu verhalten hat in der Mauer. Und Jess Carter am runden Ball. Scharfe Hereingabe, gefährlich! Und da ist es passiert. Das 3:1 für den FC Chelsea. Scharfe Hereingabe von Jess Carter. Und dann ist Pernille Harder, die da vorne rein sprintet, nicht im Abseits ist. Ja, das sieht aus wie einstudiert. Das ist natürlich brillant gemacht, perfekt getimt.
Und da hat auch Lara Benkert nicht den Hauch einer Abwehrchance. Hau, tut das weh. Jetzt brauchen wir zwei Tore. Und Zeit, wie gesagt, läuft gegen die Frauen vom FC Bayern. Mann, oh Mann. Hegering. Benkert. G, aufpassen. Linda Daimann. Und Mimiana See kommt da nicht ran. Knapp 5 Minuten noch. Mensch, das ist wie ein Stich ins Herz. Das tut jetzt richtig weh. Wie erholen sich die FC Bayern Frauen jetzt nochmal von diesem Schock? Also, es ist brutal schwierig jetzt. Ball im Seitenaus. Nach wie vor hohe Intensität. Ein Tor muss her. Ein Tor muss her. Dann würde man dank der Auswärtstorregel weiterkommen. Insofern hat sich von der Ausgangssituation noch immer nichts geändert. Aber man hat nur noch 5 Minuten Zeit dafür, anstelle einer unter Umständen möglichen Verlängerung, wie wir es beim Stande von 2:1 hatten. Klasse Ballgewinn von Lina Magul. Also ein Tor brauchen wir. Hilft nichts. Und natürlich weiß auch, dass die Zeit für sie jetzt läuft, an Katrin Berger. Anna Glas geht in Position. Ja, auch die Frage natürlich für Jens Scheuer, ob er nochmal wechselt. Das kostet natürlich auch nochmal Zeit. Ja, er wechselt nochmal und zwar ganz schnell. Bringt die erfahrene Simone Laudea für Amanda Ilestedt. Laudea, die dann eben auch eher ins Mittelfeld geht. Und die natürlich auch eine Fighterin ist. Amanda Ilestedt, die viel, viel heute machen musste. Also Chelsea ist noch nicht hundertprozentig im Ziel. So, Chelsea wechselt auch. Melanie Leupolz geht runter. Und dann war es jetzt kaum zu erkennen, wer da rein ist. Ich meine Erin Cuthbert mit der 22. Damals. Einwurf, Hannah Glas, auf geht's. Sadrasi, tolles Tor gemacht, jetzt die Vorlage vielleicht. Kein Zugriff auf den zweiten Ball im Moment. Sondern aufpassen. Wieder so ein gefährlicher, schneller Konter. Sam Kerr ist das. Carina Wenninger hinterher. Sam Kerr zur Entscheidung? Fragezeichen. Nein. Wow. Durchschnaufen. 2 Minuten noch regulär auf der Uhr. Jetzt alles nach vorne. Wow, wow, wow. Durchschnaufen heißt nach dieser Situation. Sam Kerr macht hier fast alles richtig. Prinzipiell muss der Ball da Richtung langes Eck, weil Laura Benkert da zumacht innen. Eieieiei. So, Bernstein, auf geht's. Nochmal nach vorne anschieben. Links geht Clara Bühl. Kriegt auch die Kugel. Linda Dahlmann zentral, wird geblockt. Ecke. Ecke Bayern. Crunchtime. Jetzt erst recht. Und nochmal die Anweisungen hier von Jens Scheuer. Auf geht's. Nochmal alle Körner reinschmeißen. Lina Magul mit der Ecke.
Erstmal abgewehrt. Nochmal Magul zum zweiten. Flach reingegeben. Warum nicht? Tor! Den habe ich schon drin gesehen. Mann, oh Mann, oh Mann. Und Laudier. Wahnsinn. Den habe ich schon auf dem Weg über die Linie gesehen. Herrschaft Zeiten. So, und jetzt hört sich da an, Katrin Berger verletzt. Schauen wir uns die Szene nochmal an. Da fehlte wahrlich nicht viel. Nochmal Magul. Dann Clara Bühl und oh, mit vereinten Kräften kriegen sie die Kugel irgendwie weggekratzt. Clara Bühl, Assei kommt nicht dran. Und dann noch Linda Dahlmann. Was für eine Möglichkeit hier, in der gleich drei versteckt waren. So, 3 Minuten Nachspielzeit noch angekündigt. So, und die Schweizerin Esther Staubli bittet an Katrin Berger, da mal aufzustehen. Mit vereinten Kräften, da die gesamte Defensive, sprich Millie Bright und Magdalena Eriksson. So, an Katrin Berger steht wieder, hat da aber locker noch mal eine Minute jetzt runtergenommen von der Uhr. So, auf geht's, FC Bayern Frauen. Nochmal alles nach vorne. Ein Tor muss her, ein Tor muss her. Knappe 2 Minuten haben wir noch. Ecke Lina Magul. Vorne Clara Bühl drin. Magul. Wieder so eine Pressschlagsituation. Laura Benk hat es sogar mit vorne. Magul Sadrasi wird da fast geklammert. Kein Foul. Artistisch von Linda Dahlmann. Hegering. Abgeblockt. Kein Handspiel. Nochmal die Chance für einen Konter. Das ist ein Foulspiel an Frank Kirby. Linda Dahlmann ein bisschen zu ungestüm mit Ellbogen und Einsatz am linken Fuß unten reingewerkelt. Und Chelsea wechselt nochmal. Pernille Harder geht runter. Und Drew Spence kommt rein mit der 24. Einfach auch nochmal, um Zeit da runterzunehmen. Drew Spence, Mittelfeldspielerin. So, und das werden wohl die letzten Sekunden sein. Wenn die Schweizerin ein bisschen aufgepasst hat, gibt sie vielleicht noch eine Minute drauf. So, gibt Einwurf Chelsea. Eieieiei. Ist das jetzt eine bittere Geschichte? Der Ball war eigentlich auch schon draußen. So, und die reguläre Nachspielzeit ist jetzt in diesem Moment auch schon rum. Aber wir erinnern uns, wir hatten diese Behandlungsunterbrechung noch für Ann-Kathrin Berger. Also vielleicht gibt es noch eine Minute, noch mehr Hoffnung für die FC Bayern Frauen. Es ist noch nicht vorbei, es ist noch nicht rum. Linda Dahlmann. Linda Dahlmann schaut. Und wo geht die Kugel hin? Assi! Das darf doch nicht wahr sein! Viviane Assi! Was für eine Situation! Behrenstein zentral und Assi da am zweiten Pfosten. Und dann ist Eriksson noch dran. Gibt also nochmal Ecke. Ecke nochmal für die Bayern. Vielleicht die letzte Aktion in diesem Spiel. Die letzte Aktion hier in London. Lina Magul mit der Ecke. Aufpassen. Ecke kommt rein.
Laura Benkert mit dabei, Lynette Bernstein kriegt nochmal die Kugel. Komm, nochmal rein damit, das Ding. Hegering nochmal abgewehrt und nochmal im Nachgang. Boah, ist das ein Gewusel. Schiedsrichterin lässt laufen, Bayern-Tor ist leer, weil Laura Benkert draußen ist. Und dann hört das Ganze wohl so auf, wie es angefangen hat mit Frank Kirby. Im Eishockey sagt man Empty Net Goal. 90 plus 5 und das 4:1 für die Blues, für den FC Chelsea. Oh Mann, ist das bitter, und das ist der Schlusspfiff. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Die FC Bayern Frauen verpassen, ich sag mal, hauchdünn. Ich lasse jetzt mal das Ergebnis, dieses 4:1 außen vor. Verpassen hauchdünn den Einzug ins Champions League-Finale, scheitern knapp. Weil die Chancen waren da, die Möglichkeiten waren da. Aber gegen ein eiskaltes, brutal effizientes FC Chelsea von Emma Hayes. Am Ende steht ein 4:1. Die FC Bayern Frauen können erhobenen Hauptes aus diesem Champions League Turnier sich verabschieden. Muss man wirklich sagen, großes Kompliment. Aber natürlich auch Gratulation an den FC Chelsea. Durch Frank Kirby in der 11. Spielminute in Führung gegangen. Der spektakuläre Ausgleich in der 29. durch Sara Sadrazi. Soyun Ji macht dann kurz vor der Pause das 2:1 und damit quasi eine mögliche Verlängerung. Und ein unter Umständen Elfmeterschießen. Realistisch bis zur 84. Da ist es dann Pernille Harder mit dem 3:1. Nach Vorlage von Jess Carter, Standardsituation. Und dann eben Frank Kirby, wie gerade gesehen, nachdem die Bayern-Frauen alles nach vorne geworfen haben, alles nochmal probiert haben. Ja, es hat nicht sollen sein. Wir gratulieren dem FC Chelsea zum Finale gegen den FC Barcelona in Göteborg am 16. Mai. Wir sagen danke, Gratulation und auch Kopf hoch an die FC Bayern-Frauen. Das war eine klasse Saison. Und nächsten Sonntag schon der nächste Kracher, nämlich in der Fußball-Bundesliga 1-2, Bayern gegen Wolfsburg. Oh je, aber jetzt ist erstmal Trauern angesagt und ja, verdauen. Also muss man erstmal wegstecken. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war spannend ohne Ende. Am Schluss bleiben die FC Bayern Frauen im Halbfinale hängen. Christian Glück sagt danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.